hier stehen wir vor dem Bild von Kopernikus. Ich meine, das war ein wahrhaft europäischer Gelehrter, der in polnischen Diensten stand. Der beriet den polnischen König. Zu Hause sprach er vielleicht Deutsch, aber seine Werke schrieb er in Latein. Er hat in Krakau und Bologna studiert und hat dann in Fromburg, ganz im Norden, im Ermland, seine revolutionäre Schrift De Revolutionibus geschrieben. Also das sind Geschichten in der Geschichte. Insgesamt sind es ja 22 Kapitel, über 800 Objekte auf 3000 Quadratmetern ausgebreitet. Also das ist eine richtig große Ausstellung, die, glaube ich, diesen Beziehungen mehr als angemessen ist. Und brillant besetzte Orden von Augustus, der ja, wie wir wissen, die Personalunion auch König von Polen war. Und das hat dann die sächsischen Sammlungen ausgeliehen. Wir haben das berühmte Bild, die preußische Huldigung von Matejko, ein riesiges Werk, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. Und es beschreibt ein Ereignis, das im 16. Jahrhundert stattfand, aber für die Beziehung zwischen Deutschland und Polen sehr wichtig war. Also Herzog Albrecht von Hohenzollern huldigt dem preußischen König 1525 in Krakau und dieser König ist sein Onkel. Also ich meine, das muss man alles mal dann lesen und analysieren und sehen. Und auf einmal stellt sich heraus, da war ganz schön viel los. Und das muss man einfach dann mal auch nicht in diesem Fall in Worte fassen, sondern in Bilder fassen. Gracias.